Hey, hey, hey ho und herzlich willkommen wieder bei Dosco Entertainment. Heute zeige ich euch, wie ihr das Modpack für Minecraft so zusammenstellen könnt, wie ich das derzeit benutze. Dafür geht ihr erstmal einfach auf meine Seite, das ist dosco.yimdo.com. Da seht ihr dann direkt auf der Startseite den Blog-Eintrag zu dem Minecraft Modpack, wozu ich Painterly Pack empfehle, weil HD-Texturen das Ganze irgendwie ein bisschen durcheinander bringen. Ich habe die hier nach der Reihe so aufgelistet, wie die installiert werden sollten. Geht ihr einfach auf die Seiten, ladet euch das dementsprechend runter. Hier brauchen wir nur den Modloader Beta. Ihr könnt die anderen natürlich auch, und den Mod-Stackables, den brauchen wir später auch. Und wenn ihr dann noch andere von benutzen wollt, könnt ihr das gerne machen. Spawner GUI. Okay, den Death Chest, den habe ich aber noch nicht. Den lade ich mir noch mit runter. Okay. So, also ihr geht hier einfach durch, ladet euch die runter. Ich habe die auch nach der Nummer her benannt. So, Death Chest kopiere ich mir jetzt mal noch aus. Roaming Minecraft. So, ich habe nämlich hier im Minecraft-Verzeichnis mein Mods-Verzeichnis. Das wäre dann Nummer 10, Death Chest. Das ist ein sehr nützlicher Mod, der, wenn man eine Kiste dabei hat, sein ganzes Inventar in die Kiste packt, falls man drauf geht, dann bleibt die Kiste da stehen. So. Also, wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr die nach der Reihenfolge runtergeladen habt und wie ich jetzt benannt habe, dann macht ihr von Minecraft ein Update. Auswählen, ja. Login. Ach so, nee, Quatsch. Ja. Auswählen. Options. Force Update. Dann, okay. Damit haben wir eine komplett neue Version. So, die genauen Auswirkungen der Modpacks werdet ihr später in meinem Let's Play noch kennenlernen. Ich will die jetzt nicht alle noch aufzeigen, weil die Installation schon lange genug dauern wird. So, jetzt haben wir eine frische 1.6.6.6er. Sodass auch keiner sagen kann, das ist eine gekriegte. So, mit einer gekriegten hätte ich das jetzt nicht updaten können. So, dann gehe ich in den Minecraft Bin, Minecraft Jar. Die öffne ich mir. Ganz klar. So, dann gehe ich wieder zurück in den Mods-Ordner. Dann in den Mod-Loader. Da muss alles. Also Meta-End sowieso erstmal löschen. Ja. Weg damit. So. Alles aus dem Mod-Loader. Als erstes da rein. Also ich gucke hier immer, dass hier Store steht. Ich habe das als Default-Einstellung gemacht. Weil ich glaube, das kann auch zu Problemen führen, wenn man da eine Komprimierungseinstellung nimmt. Okay, die Sachen sind drinne. Dann den Audio-Mod. Der muss auch rein. Okay. Dann die GUI-API, die muss auch komplett da rein. Okay. Der Millionär-Mod, der muss dann nicht rein. Da gibt es einen Ordner drinne. So, jetzt steht hier Put in Mods Folder. Das tut ihr, diese ZIP-Datei, die tut ihr in den Minecraft Mods Ordner. Da muss es einen Mods Ordner geben. So sieht das aus. Nur die ZIP-Datei, einfach so da rein. Nichts entpacken oder sonst was. So, und dann gibt es noch Put in Minecraft Folder. Der muss direkt in Minecraft rein. Also wenn ihr da das Minecraft-Grundverzeichnis habt, hier, Millionär, da müsst ihr den reinkopieren. Das ist bei Millionär so. Da müsst ihr nichts in die JAR-Datei einfügen. Bei Humans sieht das etwas anders aus. Da müsst ihr einmal diesen Mods-Ordner ins .Minecraft-Verzeichnis.
So, das sieht dann so aus, dass hier dieser Human Plus drin ist, der hier, na, der hier in den Mods drin ist. Humans Plus. Dann das muss, der Inhalt hier, der muss in die Resources. Das sieht dann wie folgt aus, dass hier unter Mod wahrscheinlich auch nochmal, okay, Sound, Human, Mod, Sound, Human und so weiter. So, das muss also da rein. Und das hier muss in die Minecraft Jar. Das heißt, das nehmen wir uns, das tun wir hier noch rein. Okay. So, dann sind wir bei Humans. Dann kommt Mo Creatures. Auch bei Mo Creatures ist das so. TFC, was war das? Resources, Mods. Okay, da muss ich jetzt selbst mal eben kurz gucken. Kopiert den Mo Creatures einfach ins Interview. Ah ja, genau. Da müsst ihr einfach nur, also alles, was hier drin ist, in das Punkt Minecraft Jar. Dann seht ihr hier TFC. Ne, einfach hier rein entpacken. Alles das, was hier ist, einfach in den Punkt Minecraft Ordner. Wahrscheinlich damit auch diese Patch und Mod Manager muss natürlich auch mit drin sein und dieser TFC Ordner, der ist wichtig. So, dann hätten wir auch More Creatures. Dann More Stackables, dann nehmen wir uns die Klassen, tun die in den Jar-Datei. Das hilft uns, weil das Fleisch und sowas stackable macht. So, Sun Minimap. Da müssen wir auch einfach nur den Inhalt da rein. Okay. So, dann das Modpack. Da müssen wir nur den Inhalt der Klassen, also des Ordners Klassen, da rein. Die Config, genau, die muss in Mods Zombie. Da müssen diese Dateien drin sein. Also die hier drin sind. Die müssen hier in Mods Zombie rein. So, das erkläre ich auch nochmal kurz hier in der Config.txt. Da lassen sich nämlich die ganzen Mods an- und ausschalten. Wenn ihr jetzt hier die Raute wegmacht, dann ist der Mod aktiv. Wenn ihr die Raute wieder hinmacht, ist der nicht aktiv. So, dann könnt ihr auch die Hotkeys und sowas alles festlegen. Was ich zum Beispiel immer gerne habe, ist der Kart-Mod, der ermöglicht es einem auf den Schienen selbst die Lore zu steuern. Da braucht man auch keinen Booster oder sowas für. Den Kompass-Mod, den benutze ich auch ganz gerne. Der ist bei mir an. Craft-Mod, Flugmodus ist für mich immer sehr wichtig. Und hier könnt ihr auch die Keys verlegen. Q und E ist Fly Up, Fly Down und so weiter. Und die Geschwindigkeit, wie schnell ihr fliegt. Pass-Mod, der zeichnet so eine rote Linie hinter euch her. Hier habt ihr noch die Sonnenkontrolle, das mache ich bei mir auch mal wieder an. Dann könnt ihr die Zeit verändern. Wild-Mod ist einfach nur, dass wenn ihr R drückt, dann wird sofort eine Waffe ausgewählt. Ihr könnt auch sagen, ob Pfeile zuerst ausgewählt werden sollen oder zuerst doch das Schwert. Safe-Mod, das zeichnet so ein Gitter auf dem Boden, wo es halt sicher ist, wo es beleuchtet ist. Reset-Mod, weiß ich jetzt nicht. Boom-Mod, da ist das, wenn ihr das hier auf minus 1 tut, dann macht die Explosion des Creepers keine Blöcke mehr kaputt. Wenn ich da jetzt 5 oder so hinschreibe, dann hat er schon einen kleinen Radius, wo der die Blöcke kaputt macht. Aber bei minus 1 macht er keine Blöcke kaputt, macht aber trotzdem Schaden. Spawn-Mod, weiß ich jetzt auch nicht. Ore-Mod auch, habe ich auch nicht. Der Teleport-Mod, den finde ich sehr interessant, den habe ich immer an. Da könnt ihr euch kleine Teleporter bauen. Dafür braucht ihr auch den Kompass-Mod, damit ihr die Koordinaten dann wisst, wo ihr euch hin teleportieren sollt. Das ist der Cheat-Mode. Also im Spiel selbst nenne ich den Ultimate Mode. Da könnt ihr einstellen, auf welchen Keys das so weiter ist. Das ist, dass ihr durch die Wand gucken könnt und dass ihr euch die Erze anzeigen lassen könnt. So, Furnace Mod, Resize Mod gibt es noch. Hier ist der Dig Mod. Den habe ich auch gerne an und da kann man die Geschwindigkeit des Abbauens verändern. Dann gibt es hier noch den Weather Mod, wo man das Wetter beeinflussen kann. Ein Wachstumsmod, ein Chest Mod, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden, aber den machen wir jetzt auch einfach mal an. Icon Mod, weiß ich auch nicht, Info Mod, keine Ahnung. Death Mod, das ist, dass wenn ich drauf gehe, dass das Inventar flöten geht. Die Leute wollen das aber, dass mir das Inventar flöten geht. Item Mod, keine Ahnung. Okay, das war's dann erstmal. Also wenn ihr den Death Mod anlasst und ihr sterbt, dann verliert ihr nichts aus eurem Inventar, das bleibt erhalten. So, Zombies Mod.
So, und Death Chest tue ich noch rein. Genau. So, und dann müsste das Spiel einwandfrei laufen. Ich könnte es mal kurz testen. Also, ihr könnt jederzeit bei mir auf dem Kanal posten. Ich gebe da immer so ein paar kleinere Entscheidungen, die ihr fällen könnt, um das Gameplay von Minecraft von mir halt zu beeinflussen. Ob ich noch mehr Mods benutzen soll, obwohl noch mehr Mods würden das Spiel wahrscheinlich komplett durchdrehen. Da seht ihr jetzt die Humans. Das ist so ein komischer, greift er mich an. Oh ja, der greift mich an. Oh, du Sack. Wow, und die sind heftig. Haust du ab? Boah, ist das knapp. Das war knapp. Direkt mal heilen hier. So. Jetzt habe ich das nämlich, wenn ich jetzt eine Kiste bei mir trage und ich drauf gehe, dann verliere ich mal die Kiste und da ist mein Inventar drinnen. So. Hier hinten seht ihr den Millionärs-Mod, der macht so kleine Städte und anhand der Pferde seht ihr auch, dass der Mock Creatures-Mod funktioniert, 1A. Oh, genial. Also es gibt keine bessere Zusammenstellung. Oben habt ihr die Minimap, wo ihr mit M Waypoints noch setzen könnt, wohin ihr wollt. Ihr könnt die Farbe einstellen. Hier mit Y ist der Ultimate Mode an. Haltet ihr I gedrückt, könnt ihr durch den Boden gucken. Drückt ihr einmal O, werden euch alle Herzen angezeigt. Also ich mache das jetzt mal ein bisschen so im Schnelldurchlauf. Jetzt könnt ihr fliegen, hoch, runter. Die Geschwindigkeit vom Abbauen habe ich jetzt auch verändert. Das geht auch was schneller. Also es gibt jede Menge zu sehen und das Modpack, das werdet ihr auf jeden Fall zu sehen kriegen in meinem Let's Play. Also schaut es euch an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, das auszuprobieren und am Laufen zu bringen. Denn es ist, wie ich finde, die geilste Mod-Zusammenstellung seit Erschaffung von Minecraft. Und das möchte ich gern unterstützen. Viel Spaß!